Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, das Interview mit mir selber, Fragen vor der Geburt an mich selber. Ich habe dieses Videoformat bei einigen anderen gesehen und ich habe das total gerne geguckt. Also die Idee ist, dass ich jetzt Fragen an mich selber stelle und beantworte vor der Geburt und dann halt ein paar Wochen nach der Geburt dasselbe Interview nochmal führe, um zu sehen, wie richtig und wie falsch lag ich mit meinen Gedanken zu der Geburt. Also ob ich halt ja richtig getroffen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. An welchem Datum kommt das Baby? Ja, also der errechnete Termin ist der 16. Januar 2021. Das ist ein Samstag. Das passt uns, ja, das kommt uns ganz gelegen. Wenn es wirklich am 16. Januar kommt, dann passt das super mit der Arbeit vom Bernd und so. Das ist alles schon geplant. Also ich würde sagen, es kommt an dem Samstag, am 16. Januar 2021. Es wird pünktlich, eine Punktlandung. In welcher Geburtsposition werde ich das Kind auf die Welt bringen? Also meine Traumposition wäre der Vierfüßler oder halt so in der Badewanne. Da ist so ein riesiger Geburtspool im Geburtshaus. Und dann so vielleicht so auf dem Rand gelehnt mit dem Oberkörper und halt der Unterkörper ist im Wasser. Und ja, ist halt, ob man das schafft, den richtigen Zeitpunkt sich so rumzudrehen, das wird sich zeigen. Aber ich würde sagen, das wird meine Geburtsposition, ja, auf den Knien quasi im Wasser in der Geburtsbadewanne und die Arme so auf dem, auf dem Badewannenrand. Wie lange dauert die Geburt? Das ist jetzt die Frage, ab wann fängt die Geburt an? Also sagt man jetzt von der ersten Wehe, bis das Baby da ist, oder von der Zeit, wo man jetzt quasi im Geburtshaus ist, bis das Kind da ist? Also ich beantworte einfach mal beide Fragen. Also von Anfang, erste Wehe, bis zum Ende würde ich jetzt mal schätzen, ist ja meine zweite Entbindung, da sagen viele, das geht schneller, die erste Entbindung hat von Anfang bis Ende, weiß ich nicht, über 30 Stunden, glaube ich, gedauert. Und ich würde jetzt mal sagen, 10 Stunden. Von der ersten Wehe bis das Baby da ist, 10 Stunden. Und von Geburtshausankunft bis das Baby da ist, würde ich mal sagen, 3 bis 4 Stunden. Ganz optimistisch. Ja, wird es ein Mädchen oder Junge? Das, weil wir uns ja eigentlich überraschen lassen wollten. Man sieht, ich habe die Fragen schon länger aufgeschrieben. Jetzt wissen wir es ja mittlerweile. Es wird ein Mädchen. Vorher, also ich dachte, es wird ein Mädchen, auch bevor ich es wusste. Aber Bernd dachte halt, es wird ein Junge. Aber eine hundertprozentige Garantie gibt es ja nie. Also es kann uns auch immer noch überraschen. Wir werden es sehen. Also ein Mädchen, Stand jetzt. An welchem Ort wird das Baby kommen? Ja, das habe ich ja gerade schon beantwortet bei der Frage, die Geburtsposition. In der Geburtswanne im Geburtshaus wird das kommen. Geburtsverletzungen. Ja, ich hoffe nicht. Aber die Chancen, man weiß es nicht. Ich würde sagen, also ich achte sehr darauf, dass ich keinen Dammschnitt bekomme. Das werde ich auch mit meiner Hebamme mehrmals, also habe ich schon mehrmals besprochen. Und werde ich ihr auch nochmal sagen. Und bei meiner ersten Geburt, da habe ich auch die ganze Zeit gerufen, please don't cut me. Also ich habe in England entbunden, mein erstes Kind. Und auch Bernd ist instruiert, aufzupassen, dass sie keinen Dammschnitt machen. Ich vermute, dass ich einen kleinen Riss haben werde, der nicht genäht werden muss. Das vermute ich. Positiv denken. Bin ich bereit? Jetzt noch nicht. Ich bin jetzt in der 34. Schwangerschaftswoche, also 6 Wochen noch bis zum Entbindungstermin. Ich bin noch nicht bereit für die Geburt. Also ich habe noch einige Sachen zu erledigen. Ich habe schon Sachen für die Tasche, die wir mitnehmen, zum Geburtshaus gepackt. Auch für eine Nacht. Auch für Bernd mit was eingepackt zum Wechseln. Aber ein paar Sachen fehlen noch. Zum Beispiel so eine Lippenbalsam-Salbe habe ich noch bestellt, weil Bernd
hat einige Aufgaben unter der Geburt, die er erledigen muss. Unter anderem mir regelmäßig die Lippen eincremen, weil ich bestimmt beim Atmen und Schmerz und so da nicht dran denken werde, ihn daran zu erinnern, dass er das halt einfach selbstständig regelmäßig macht. Und sowas fehlt halt noch, aber das Grobe ist vorbereitet. Aber auch seelisch bin ich jetzt noch nicht bereit. So, ich habe noch nicht abgeschlossen mit der Schwangerschaft. Und deswegen, nein, ich bin noch nicht bereit. Habe ich Angst? Ich versuche immer, die negativen Gedanken so wegzuschubsen, sobald sie aufkommen. Am Anfang bin ich total positiv da drangegangen an die Gedanken, an die Geburt, also am Anfang dieser Schwangerschaft. Und umso mehr schlimme Geschichten ich gehört habe, ich habe es halt manchmal auch verpasst zu sagen, erzähl mir das erst nach meiner Geburt. Und ich habe mir halt auch ein paar Videos auf YouTube angeguckt, die jetzt nicht unbedingt negativ waren. Also ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber wo halt doch sehr der Schmerz zu sehen war, zu spüren war. Ne? So, das hätte ich vielleicht lassen sollen, ich lasse es jetzt auch. Ich habe die friedliche Geburt ganz viel gehört, die auf Spotify, das ist kostenlos. Da wird man halt positiv beeinflusst, gestimmt, was die Geburt angeht, und das hilft mir auch. Jedoch fehlt mir im Alltag tatsächlich die Zeit, das regelmäßig zu hören. Und das, obwohl wir uns immer noch im Lockdown befinden. Es ist jetzt Ende November und der wird ja bis Dezember erweitert und ich kann nicht arbeiten. Sowieso hätte ich jetzt Mutterschutz, wenn ich auch angestellt wäre. 6 Wochen vor der Geburt fängt der ja an. Aber ja, ich habe halt echt viel zu tun und deswegen lenke ich mich noch sehr viel ab. Ich sollte mich mehr darauf konzentrieren, mich positiv auf die Geburt vorzubereiten. Also meine Antwort auf die Frage, habe ich Angst vor der Geburt? Respekt würde ich es nennen. Wann werde ich wieder arbeiten? Ja, ich glaube, das wird nicht lange dauern, da ich ja von zu Hause aus jetzt arbeiten kann. Denke ich mal, wird die Pause sehr gering sein, ein paar Tage vielleicht, wo ich nichts machen werde. Aber das würde ich ganz spontan entscheiden. Also in meiner Planung, in meiner Wunschvorstellung arbeite ich direkt am nächsten Tag wieder. Und auch also so die ganze Zeit würde ich arbeiten, weil ich es halt von zu Hause aus machen kann. Aber ich weiß nicht, wie das Baby das dann zulässt. Wie plane ich mein Wochenbett? Ja, da habe ich einiges zusammen bestellt und gekauft schon. Da bin ich irgendwie besser organisiert als für die Geburt. Da weiß ich nicht so ganz, was ich einpacken soll. Aber fürs Wochenbett, da habe ich richtig viel organisiert. Unter anderem zum Beispiel so eine Po-Dusche. Weil ich erinnere mich, bei meiner ersten Geburt, da war es halt ein bisschen unangenehm mit Toilettenpapier und so abwischen. Deswegen halt so eine Po-Dusche. Ich wollte immer schon eine haben und jetzt habe ich gesagt, zur Geburt, ja, da gönne ich mir die, da habe ich mir eine gekauft. Die ist sogar zurzeit im Angebot. Da habe ich mich geärgert. Ich hatte meine bei DM bestellt und bei Amazon war sie jetzt für, weiß ich nicht, 6 Euro günstiger oder so. Aber egal, ich habe sie jetzt halt bestellt. Ich kann euch die gerne mal unten verlinken, wenn ihr möchtet. Ja, halt sehr viel habe ich da vorbereitet schon. Aber meine Liste ist noch nicht zu Ende fürs Wochenbett. Und ich werde euch natürlich auch ein Video abdrehen, ja, wo meine Must-Haves fürs Wochenbett zu sehen sind, wo ich euch alles zeige. Und auch meine Must-Haves für die Geburt werde ich euch auch alle zeigen. Ja, ansonsten plane ich natürlich sehr viel, mich auszuruhen. Das Wochenbett heißt ja nicht umsonst Wochenbett und bei meiner ersten Geburt, da habe ich das tatsächlich unterschätzt. Ich wusste gar nicht, ja, dass es sowas wie ein Wochenbett gibt, dass man sich ausruhen soll. Ich habe halt gedacht, das Kind kommt raus und dann ist es halt da und dann läuft alles weiter wie vorher. Das habe ich gemerkt dann halt durch so Brustentzündungen, also Milchstau und oh mein Gott, das war ganz schrecklich. Und diesmal werde ich mir wirklich die Ruhe antun. Wir fangen jetzt schon an vorzukochen und einzufrieren. Wie gesagt, das ist jetzt 6 Wochen vor Entbindungstermin. Und mein Mann unterstützt mich da zum Glück sehr gut. Wir, wie gesagt, kochen halt Essen ein. Mein Mann wird auch 2 Wochen zu Hause sein und für uns sorgen und einkaufen und so Sachen wie mit dem Hund spazieren gehen, dass das alles halt, ja, dass ich das nicht machen muss. Und uns pflegen und kochen. Und für die Zeit danach haben wir dann immer noch eingekocht Sachen. Ich weiß, dass uns diese Geburt total
aus der Bahn werfen wird, dieses kleine süße Wesen. Ich meine, der Große, unser Großer ist jetzt 10 Jahre alt, ne? Der ist aus allem raus, der ist total so pflegeleicht und selbstständig und jetzt nochmal so was Kleines. Ich weiß, dass es anstrengend ist, das Wochenbett und die Geburt und alles, also daran erinnere ich mich noch, aber wie genau, das merkt man dann erst, wenn man wieder so in dieser Situation drin ist. Und deswegen, ja, planen wir halt viel vorzubereiten, dass wir möglichst nicht so viel einkaufen gehen müssen, dass wir nicht so viel Besuch hier empfangen werden. Natürlich, die engsten Verwandten kommen hier hin. Also wir werden ja im Geburtshaus entbinden, deswegen sind wir schnell wieder zu Hause. Ich werde nicht im Krankenhaus sein, wo ja keiner hinkommen darf. So ist zumindest mein Plan, dass ich nicht ins Krankenhaus muss. Und deswegen, ja, die engsten Verwandten werden natürlich mal hier hinkommen und sich das Baby angucken. Aber ansonsten planen wir das schon echt ruhig hier zu Hause. Es ist Januar, es wird richtig schön kuschelig sein. Wir werden den Kamin anmachen, schön warm und ganz viel kuscheln, ganz viel Hautkontakt mit dem Baby. Also ne, entweder bei mir oder bei Bernd, nackt, Haut an Haut. Deswegen haben wir auch nicht so viele Anziehsachen für das Baby besorgt, weil es halt hauptsächlich nackt sein wird. Ich weiß, das können sich viele nicht vorstellen, also das habe ich ja schon mal in meinen Vlogs erwähnt. Dann habe ich so Kommentare bekommen, wie das Baby wird hauptsächlich nackt sein. Also wenn ich ja jetzt, sag ich mal, 2 Wochen hauptsächlich liege, außer ich gehe duschen oder auf Toilette, dann kann ich mich ja oben ohne hinlegen und das Baby einfach Hautkontakt spüren lassen. Dann brauche ich das nicht anziehen und das ist halt total das Wohlbefinden für so ein Baby, wenn es halt bei der Mama nackt hier liegt zwischen den Brüsten, wo der Duft der Mama ist und der Milch, da fühlt sich das total wohl und geborgen. Ja, ansonsten habe ich auch eine Trage mir zugelegt, wo ich das, also so ein Tuch, wo ich das Baby reinbinden kann und da muss ich dann gucken, wie das läuft. Das hatte ich bei meinem Sohn nicht. Wie das ist, ob ich das auch nackt tragen kann, dass ich diesen Haut-an-Haut-Kontakt auch da geben kann, das weiß ich nicht, das muss ich auf mich zukommen lassen. Ja, ansonsten noch ausreichend trinken und essen, damit die Milchproduktion richtig gut läuft. Wie bereite ich mich auf die Geburt vor? Ja, wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht von diesem Geburtshaus aus. Der war auch ganz interessant, aber das war ja natürlich alles online via Zoom wegen Corona. Und das war für uns jetzt super praktisch, weil wir halt 1 Stunde vom Geburtshaus ungefähr weg wohnen und dann nicht immer da hin und her fahren mussten. Und die Themen hatten sich auch so gut angelesen, also so hat sich interessant angehört. Zum Beispiel war die nicht die Geburtsposition, sondern Position des Babys. Und ich habe es halt ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte halt unter Position vom Baby oder Stellung vom Baby oder irgendwie so dachte ich, dass sie uns erklärt, so beim Bauch abtasten, ne, wie das liegt, dass wir das fühlen können und so. Und da habe ich mich voll drauf gefreut. Jetzt fühle ich gerade, die liegt jetzt anders. Jetzt ist der Rücken hier. Vorher war der immer hier. Da habe ich mich halt drauf gefreut, zu fühlen, selber fühlen zu können, wo ist der Kopf oder so, vielleicht den Unterschied. Aber das war anders. Sie hat uns halt anhand von einer Puppe die Position des Babys während der Geburt erzählt. So. Also, ja, wir haben diesen Kurs gemacht, aber der hat mir persönlich jetzt nicht wirklich viel gebracht. Dann ist noch das Thema Vorbereitung für die Geburt Dammmassage, was ja jetzt in der 34. Woche sollte man damit anfangen, wenn alles in Ordnung ist, also keine Frühwehen und so. Ich habe noch nicht angefangen. Ich habe es einmal ausprobiert und es ist halt total mit dem Bauch, der ist total im Weg, wenn man dann da so, so hat die Hebamme das halt erzählt, ne? Ein Bein aufs Klo und dann so den Damm massieren und da komme ich halt voll schlecht dran. Deswegen ist der Plan, dass Bernd das macht, ja, mal gucken, mit Olivenöl oder so, mal schauen, vielleicht versuche ich es nochmal selber. ja, Dammmassage halt, dass Geburtsverletzungen da vorgebeugt werden. Ich mache so Atemübungen halt in den Bauch atmen, weil dadurch, dass dann halt die Atmung in den Bauch geht, dann während der Wehe, dass sich das alles lockert und löst. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, den Kiefer also nicht anzuspannen, weil wenn man sagt, wenn der Kiefer geöffnet ist und nicht angespannt ist, also entspannt ist, dass ich auch unten alles gut entspannen kann.
Und ja, ich höre die friedliche Geburt auf Spotify und so bereite ich mich halt vor. Ich versuche mich positiv mental auf die Geburt vorzubereiten. Was wird nach der Geburt am anstrengendsten, also im Wochenbett? Ich erinnere mich, dass ich sehr anstrengend fand, diese Schreiphasen, wenn die halt clustern, also quasi ihre Milch bestellen für den nächsten Tag. Aber das war halt damals auch sehr anstrengend, weil ich mir halt einfach gar keine Ruhe gegönnt habe. Ne? Ich musste halt den Haushalt unbedingt machen, also musste. Der konnte nicht warten. Und das war extrem anstrengend, dieses Nicht-Schlafen. Weil halt, wenn das Baby geschlafen hat, dann habe ich gemacht im Haushalt. Und wenn es dann wach war, dann habe ich das Baby rumgetragen und mich gekümmert. Und ich hatte wunde Brustwarzen. Das wird auch enorm anstrengend, dieses Stillen am Anfang da reinkommen. Ja, aber ich stelle es mir jetzt insgesamt weniger anstrengend vor als damals beim ersten Kind, weil ich mir halt jetzt die Zeit gönne, meinen Körper wenigstens erholen zu lassen oder mir Ruhe gönne, auch zwischendurch mir es auf dem Sofa gemütlich mache und deswegen auch viel mehr Erholung haben werde. Das Baby wird bei uns mit im Bett schlafen, also wir haben ein Beistellbett und ich muss es halt nachts einfach nur ranziehen und hier zack, trink und kann dann theoretisch weiter schlafen, sobald das alles klappt. Und das habe ich halt früher nicht gemacht. Ich bin halt immer aufgestanden, bin in das Wohnzimmer gegangen, habe gestillt und war dann halt wach. Und das, ja, ich weiß es nicht. Mal gucken, ich lasse auf mich zukommen. Das Anstrengendste wird der wenige Schlaf und die schmerzenden Brüste, wenn die Milch einschießt und alles wund sein wird. Das waren meine Fragen vom Interview an mich selber zur Geburt. Ich bin gespannt, wie das alles läuft. Und also wir sehen uns jetzt sowieso immer wieder in den Vlogs, aber wir sehen uns zu diesem Thema nach der Geburt nochmal wieder. Ich weiß noch nicht, wann genau. Ja, lassen wir uns alle überraschen und sind gespannt. Schreibt mir gerne noch Tipps, die ihr habt, in die Kommentare, die ich unbedingt für die Geburt brauche oder fürs Wochenbett. Da bin ich immer ganz heiß drauf. Falls ich was vergessen habe, bitte, wenn ihr ultimative Tipps habt, die ihr bei der Entbindung oder im Wochenbett hattet, die ihr nicht vermissen möchtet, schreibt es mir bitte unten rein. Helft mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.